So, Storm, bald müsste die neue ja auch kommen. Ja, du hast recht. Ja, ich hoffe, sie kommt bald und ich hoffe, sie versteht sich auch mit den anderen. Hoffe ich auch. In welchem Zimmer ist sie denn? Sie ist in dem Zimmer von Snoopy. Mit einem Jungen? Ja, komm, lass das versuchen. Okay. Gut, dann warten wir jetzt mal hier. Okay. Als sie angekommen war. Hallo, du musst Lizzie sein. Ja, die bin ich. Und wer seid ihr? Ich bin Snow. Und ich bin Storm. Ich zeig dir jetzt mal dein Zimmer. Komm mit. Ja, okay. Ich mach dann mal Essen. Mach das. Autsch, hier ist es sehr rutschig. Aha. Ja, ich mach auf. Au. Hi, Snoopy. Hi. Oh, das muss die neue sein. Ja, das ist Lissy. Na. Gut, dann gehe ich mal. Tschüss, Snoopy. Tschüss, Lissy. Ciao, ciao. Komm doch rein. Okay, nimm mal meinen Koffer. Okay. Und mach die Tür zu. Los, hopp, hopp. Ja, chill. Ist zu. Danke. Wo schlafe ich? Hier im Bett. Okay. Und du schläfst dann wohl da. Ja, richtig. Okay, ich leg mich dann mal hin. Du kannst gerne meine Sachen auspacken. Okay. So, dann räume ich jetzt mal zur Seite. So. Erstmal den Hut hier aufhängen. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Soll ich dich zudecken? Ja, klar. So, fertig. Dann mache ich mal ihren Koffer auf. Wow, was ist denn da alles drin? Okay, den mache ich dann jetzt so schnell. Möglicher Zugkoffer. Okay, zu. So, zu. Stau ich den jetzt mal hier so, damit sie nicht stolpert. Und leg mich auch ins Bett. Hey. Hi. Was kochst du? Hühnersuppe. Cool. Und wie gefällt es dir neuen so? Naja, sie wirkte zwar nicht so erfreut, aber ich glaube, sie findet es hier gut. Okay. Soll ich die zum Essen rufen? Klar, kannst du machen. Alle zum Essen kommen, alle zum Essen kommen. Als alle Fohlen da waren. Sind alle da? Ja. Also, liebe Fohlen. Wie ihr schon seht, da ist jemand Neues. Komm doch bitte mal her und stell dich vor. Okay. Also, mein Name ist Sally, ich bin 12 Jahre alt
und komme aus Hamburg. Danke, Sally. Könnt ihr anderen euch auch bitte nochmal vorstellen? Claro. Fangen wir hier bei dir an. Jo, ich bin Supi. Bin 13 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich bin Mini. Ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus Kellinghusen. Ich bin Daisy. Ich bin ebenfalls 11 Jahre alt und ich komme aus Bad Bramstedt. Ich bin Cell, ich bin Leica, ich bin ebenfalls 13 Jahre alt und ich komme aus der Schweiz. Ich bin Brownie, ich bin auch 13 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Danke. Und falls du bemerkt hast, Sally, Snoopy und Brownie sind Zwillinge. Aha, und warum sollten wir jetzt kommen? Weil es Essen gibt. Folgt mir bitte. Claro, yay, Essen. Yay, Essen. Kommt. Beim Essen. Das Essen ist ganz schön lecker. Ja, hast recht. Naja, geht so. Ich finde es ganz wundervoll. Ich auch. Aha, und wie ist es sonst hier so in der WG? Eigentlich ganz cool. Ey, Leica. Was ist? Mit wem bist du in einem Zimmer? Ich bin mit Brownie und Mini in einem Zimmer. Und du, Daisy? Ich habe ein Einzelzimmer. Cool. Stimmt. Ich habe auch ein Einzelzimmer. Brownie und Mini sind in einem Zimmer. Das verwechsel ich manchmal. Ach so. Lecker. Nach dem Essen. Und wie hat euch das Essen gefallen? Lecker! Naja, geht so. Okay, dann geht jetzt alle bitte auf eure Zimmer. Okay. Als alle auf ihren Zimmer waren, bei Sally und Snoopy. Wie findest du die WG so? Sie geht. Okay. Ja. Ich gehe dann mal schlafen. Mach das. Gute Nacht, Sally. Gute Nacht, Snoopy. In Sallys Gedanken. Oh Mann, Snoopy ist schon ganz süß. Aber Brownie auch. Diese WG ist einfach wundervoll. Ich glaube, ich werde einen Liebesbrief schreiben. Nicht mehr in Sallys Gedanken, in der Realität. So, fertig. Jetzt nur noch einpacken. So, fertig. Jetzt lasse ich das hier liegen und gehe selber ins Bett. Am nächsten Morgen. Was steht da? Für Snoopy. Aha.
Hi, ich liebe dich, Snoopy. Liebe Grüße, Sally? Sally? Sie liebt mich? Naja, sie ist schon ganz schön. Aber, wenn sie mich wirklich liebt, warum hat sie mich denn so angezogen? Naja, egal. In Sallys Traum. Hi Snoopy. Hi Sally. Wollen wir uns küssen? Ja klar. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Klar. Gut, dann komm mit. Hier ist mein Zuhause. Wow, schön. Danke. Komm, willst du mit ins Bett? Klar, du musst doch erst deine Decke ausziehen. Ja, okay, gut, mache ich. So, fertig, kommst du? Ja, klar. Gute Nacht, Snoopy. Gute Nacht. Wieder in der Realität? Was war das für ein Traum? Oh Mann, der war schräg. Naja, egal. Dann gehe ich jetzt. Guten Morgen, Storm. Ah, guten Morgen, Sally. Willst du was frühstücken? Ja, klar. Gut. Dann komm mit. Okay. Ich hatte vor den komischen Traum. Ehrlich? Ja. Dann komm mit. Essen was. Ja, klar. Ja, ist lecker. Du hast recht. Ja. Soll ich dir von meinem Traum erzählen? Klar. Okay. Es fing so an. Als sie alles erzählt hatte nach dem Essen. So, meine Lieben. Das war's jetzt auch. Bald kommt die Fortsetzung. Ciao.